danke, dass du uns deine Zeit schenkst, um heute mit CrossFit Dach so ein kleines Interview zu führen. Für die Leute, die dich nicht kennen, was ich nicht glaube, weil ich habe ein bisschen recherchiert und du bist tatsächlich eines der 100 bekanntesten deutschen Gesichter. Ja, da gab es mal so eine Statistik, sagen wir mal. Ja, ja, ist schon verrückt, wie sich das entwickelt hat über die Jahre. Ja, genau. Du bist tatsächlich, kann man wirklich sagen, Deutschlands erfolgreichster Turner. Ja. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen recherchiert. Bist in Bergisch Gladbach geboren. Du hast noch Geschwister? Ja, einen großen Bruder. Einen großen Bruder? Ist der auch Turner? Ja. Echt? Ja. Die Mama kommt tatsächlich vom Reitsport und aus der Leichtathletik. Mhm. Und mein Vater war eh und je Turner, war selbst in der Nationalmannschaft. Meistens in der B-Mannschaft, hat ab und zu den Sprung in die A-Mannschaft geschafft. Hat einmal die Chance auf Olympia gehabt, das war aber 1980 in Moskau, wo der Westen boykottiert hatte damals. Also somit wurde ihm da die Chance leider genommen. Aber er ist dann genauso ambitioniert in den Trainerbereich übergegangen, ist Diplom-Sportlehrer, hat in Köln an der Sporthochschule studiert und war dann von Anfang an mein Trainer. Aber für mich war relativ schnell klar, dadurch, dass mein großer Bruder halt auch geturnt hat, ich wollte das machen, was er macht. Mhm. Und habe mich direkt in den Sport, in die Turnerei verliebt und ja, bin dann dabei geblieben. War auch nie auf einem Internat, auf einer Sportschule, sondern wir haben hier alles in Wetzlar, in Hessen selbst organisiert, worum sich meine Mutter sehr gekümmert hatte dann. Und insofern ja, war für mich nach dem Abi eigentlich klar, okay, klar, ich bin jetzt erstmal Profi ein Stück weit, habe aber auch gemerkt, dieses hundertprozentige Profi-Dasein, wirklich nur zu trainieren am Tag, ey, du verblödest. Okay. Na, du wirst richtig bedeppert im Kopf. Ey. Fängst an, mittags in der Mittagspause Talkshows zu gucken und all so ein Kram. Und letztendlich habe ich dann irgendwann gesagt, ich muss was nebenbei machen. Mhm. Und habe dann das Studium in Köln dann angefangen irgendwann, auch mit Präsenz. Am Anfang habe ich es erst online gemacht, als Fernstudium. Das hat nicht so geklappt. Und dann habe ich es zwar in die Länge gezogen, weil ich halt nie Vollzeitstudent sein konnte. Aber habe es dann doch irgendwann mal abgeschlossen. Aber ja, neben deinem Studium hast du tatsächlich 23 internationale Medaillen gesammelt. Du warst 40 Mal deutscher Meister. Krass. Und ich bin 36. Ja, das musst du mir jetzt mal erklären. Du kannst pro deutsche Meisterschaft kannst du 7 Titel holen. Ah. Wir haben den Mehrkampf, wo du alle Geräte machst. Und dann kannst du alle 6 Geräte nochmal einzeln machen. Okay. Insofern läppert sich das, aber ist trotzdem, sind ganz schön viele gewesen. Ja, ja und wahrscheinlich ein Highlight, mit 28 warst du dann bei Olympia und hast dann auch einmal das olympische Gold geholt tatsächlich. Wie lange bist du jetzt schon in Rente? Ich habe Ende 2017 aufgehört. Okay. Ja, ich habe 2016 in Rio dann mit 28 den Olympiasieg geholt. Das waren ja dann meine 4. Olympischen Spiele. Mhm. Also ich habe auch 4 Anläufe gebraucht. Nachher, ich hatte eigentlich 2008 in Peking die größten Chancen. Ich war amtierender Weltmeister, Top-Favorit, aber habe es mental einfach nicht auf die Kette bekommen. Und deswegen war das natürlich dann quasi so die Vollendung meiner Karriere am Ende nochmal mit dem olympischen Gold. Und habe dann die Schulter operiert bekommen, weil die Sehne, die Supraspinatussehne damals schon über 4-5 Jahre angerissen war. Und die war dann abgerissen, musste dann mal gemacht werden. Und dann habe ich mir selbst gesagt, hey, ich mache nochmal eine gute Reha, ich mache nochmal eine Saison nur national in der Bundesliga. Und bin dann Ende 2017 in Turnrente gegangen. Aber guter Punkt, dass du das auch gerade sagst, mental nicht so weit, weil das ist ja das so ein bisschen, was du jetzt auch machst. Du bist jetzt ja ganz viel in der Medienwelt unterwegs, aber auch als Keynote-Speaker und sprichst auch über solche Themen, ne? Über positive Einstellungen, wie werde ich erfolgreich etc. Das ist das, was du jetzt so ein bisschen in Anführungsstrichen nebenbei auch mitmachst, ne? Ja, ich habe das Privileg, muss ich sagen, seitdem das sportliche Ende reinkam mit dem Turnen, dass ich immer noch so gefragt bin in den Medien. Wir haben die Marke Hambüchen so gut aufgebaut über die Jahre. Ich meine, es war ja auch eine sehr, sehr lange Karriere. Normalerweise im Turnen bist du vielleicht so mal, ja, wenn es hochkommt, mal so 8 Jahre. Wenn es gut läuft, mal auf einem hohen Niveau unterwegs. Und bei mir lief es über 10-12 Jahre. Das war schon krass und darüber haben wir halt auch eine gewisse Bekanntheit, Medienwirksamkeit aufgebaut und davon profitiere ich heute noch, arbeite weiterhin viel mit meinen Sponsoren, arbeite für Eurosport als Moderator, als Experte mit, gerade rund um das Thema Olympia, aber auch als Keynote-Speaker, ja, alles was das Thema Motivation, mentale Stärke angeht, da bin ich viel unterwegs momentan, erzähle meine Geschichte mit allen Up and Downs, mit den ganzen mentalen Backgrounds, mein Onkel, lustigerweise halt auch noch einer aus der Familie, war mein Mentaltrainer. Oh, er ist Diplom-Pädagoge und Mental Coach. Und insofern haben wir da sehr, sehr früh, habe ich mit 15 Jahren mit dem Mentaltraining schon angefangen. Und daraus schöpfe ich bis heute noch sehr, sehr viel und gebe da auch viel in meinen Vorträgen preis und probiere jeden damit zu erreichen, weil es halt so viele Parallelen zwischen Sport in jedem anderen Bereich oder in jeder andere Sportart auch gibt, sodass jeder nach dieser Stunde Vortrag eigentlich rausgeht und sagt, hey, da konnte ich mich wiederfinden in der Situation oder in der. Jetzt weiß ich ein bisschen damit umzugehen, weil oft machen wir uns selbst das Leben einfach unnötig schwer. Okay. Wir waren Anfang des Jahres auf dem Deutschland Showdown und irgendeiner meiner Mitglieder von dem Gym, wo ich gecoacht habe, kam zu mir und gesagt, du,
da steht, dass der Fabian Hambüchen hier antritt. Sag ich, wie? Der ist doch, der hat doch gar nichts mit CrossFit zu tun. So haben wir dich das erste Mal tatsächlich im Rahmen CrossFit erlebt. Tatsächlich ist es ja leider nichts mit dem Wettkampf geworden damals, weil ich glaube, ihr wart krank gewesen, ne? Ja. Genau, aber ja, Fakt ist, dass du jetzt mit CrossFit angefangen hast. Und ich habe so ein bisschen schon mal auch geguckt oder gehört, du bist da, glaube ich, über eine Vorbereitung auf so einen Hindernislauf draufgekommen, oder? Ja, das war kurz vor dem ersten Lockdown, ich glaube Februar 2020. Ich hatte ein Fotoshooting in einer CrossFit-Box in Siegen für einen Supplement-Hersteller. So. Und fand die Box an sich schon ganz cool und habe so ein bisschen geschaut, was machen die da so. Und wollte mich eigentlich mit ein paar ehemaligen Sportlern, mit denen ich zusammen bei einer Fernsehshow bei den Ewigen Helden damals war, mit denen wollten wir eigentlich in Winterberg so einen 8-Kilometer Hindernislauf machen. Und dann habe ich das so gesehen und dachte, hey, das ist doch eigentlich ein geiles Training, um mich darauf vorzubereiten. Habe dann geschaut, was hier in Wetzlarer Gegend halt so ist und bin dann hier auf Lakeshore CrossFit gestoßen. Habe dann damals die zwei Box-Owner, Martin und Andy, hier angeschrieben, habe gesagt, hier, wie schaut's aus, kriegen wir das irgendwie hin? Und gesagt, ja, kommst mal vorbei, schaust dir es mal an. Und dann habe ich das erste Training dann mit Martin zusammen gemacht. Und er hat mich dann direkt vernichtet, komplett. Erste Mal Wallballs. Ich glaube, so oft, wie mir der Wallball ins Gesicht geflogen ist, keine Ahnung. Noch nie sowas gemacht in der Art. Dann hat er mir so ein bisschen so Leckerlis gegeben, Handstand Push-Ups und sowas. Da dachte ich, ja, jetzt ziehe ich ihn ab, aber dann direkt wieder aufs Eco-Bike. Ne? Also wirklich immer so Up and Downs. Und war einfach total geil. Ich lag am Ende vernichtet auf dem Boden und habe dann nur zum Marv gerufen, hier, wo kann ich unterschreiben? Ja, okay. Und dann bin ich hier gelandet, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat, irgendwie wieder was Neues zu finden. Ich habe noch weiter geturnt nach meinem Karriereende, noch so ein bisschen für mich. Ich habe aber gemerkt, dass ich, je weniger Zeit ich habe, desto schwerer wird es einfach im Turnen. Da kannst du nicht einfach mal nach einem Jahr oder so nichts machen und sagen, ich gehe mal in die Halle ein bisschen turnen. Du kriegst es einfach nicht mehr hin oder du verletzt dich. Und mit dem CrossFit hatte ich dann irgendwie wieder was gefunden, wo ich so dachte, hey, das macht Spaß. Da geht irgendwie was, also im Sinne, dass man sich halt auch weiterentwickeln kann. Und leider Gottes wurde dann durch den Lockdown natürlich dieser Hindernislauf abgesagt. Und ich bin halt hier hängen geblieben, habe dann im ersten Lockdown zu Hause viel trainiert. Martins Kollege der Andi hat mir dann ein paar Trainingspläne geschrieben. Ich hatte Equipment daheim und ab dem Moment bin ich hier beim CrossFit gelandet. Ja. Ja, cool. Das heißt, die Faszination für CrossFit ist, dass du sagst, es ist für dich immer zugänglich, das heißt, du kannst das einfach immer machen und hast einen neuen Spaß dran und einfach eine neue Herausforderung, habe ich richtig verstanden? Ja, das ist auf der einen Seite. Das andere war dann noch so einfach dieses, dass es vom Zeitlichen so effektiv auch ist. Mhm. Ja, dass du hier in eine Class gehst, die geht eine Stunde und danach bist du einfach komplett im Arsch. Ja, und weißt, okay, das reicht für den Tag. Ja, früher hast du 5, 6, 7 Stunden am Tag trainiert im Turnen. Ja, und du kommst natürlich so ein bisschen aus diesem Leistungssportgedanken, kommst du nicht raus, aber auf einmal bist du hier, machst eine Stunde was, teilweise auch sehr früh morgens, weil du danach dann irgendwie unterwegs bist zu irgendwelchen beruflichen Terminen und weißt aber, geil, du hast was gemacht, du fühlst dich gut, hast richtig Gas gegeben, richtig geschwitzt und irgendwie hat mich das so fasziniert am Anfang. Irgendwann kam ich dann in die Schiene, okay, es gibt auch Wettkämpfe, ich würde da gerne mal was machen, habe dann wirklich nach Plan trainiert, weniger die Classes besucht. Jetzt hatte ich aber blöderweise vor 5, 6 Monaten eine Schulter-OP nochmal, nochmal die gleiche Sehne, die ich in der Schulterzeit schon kaputt hatte. Und das hat mich jetzt nochmal so ein bisschen zurückgeholt, dass ich jetzt wieder mehr so ein bisschen primär den Spaß im Vordergrund sehe, jetzt mehr Richtung Kurse wieder gehe. Und erstmal die Wettkämpfe sein lasse, aber nichtsdestotrotz, so dieses Gesamtpaket hat mir halt so viel Spaß gemacht und auch diese Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, neue Sachen kennenzulernen, gerade auch das Gewichtheben, was sehr, sehr techniklastig läuft, das hat mich sehr, sehr imponiert und macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß und insofern, ist einfach ein geiler Sport. Und den größten Benefit daraus habe ich gezogen, dass ich halt da meine jetzige Frau kennengelernt habe. Genau, ja, die hast du im CrossFit kennengelernt, ne? Vicky habe ich durchs CrossFit, beziehungsweise durch einen Andi so ein bisschen kennengelernt. Und darüber kam der Kontakt dann irgendwann zustande und schwuppdiwupps sind wir verheiratet, ja. Jetzt bist du eine Zeit lang drin. Hast du noch Kontakt zu deinen alten Turnerkollegen und Kolleginnen? Was denken die da so drüber? Ja, ich bin bis heute sehr eng im Kontakt mit meinen ehemaligen Turnkollegen, aber auch noch mit den aktuellen. Mhm. Gut, mit manchen überschneidet sich. Die waren noch zu meiner Zeit aktiv und sind jetzt so am Ende ihrer Karriere. Und die finden das geil. Ja, okay. Die sagen zwar manchmal, Junge, bist du bekloppt, mach dich nicht noch mehr kaputt, als du eh schon bist, aber man kann ja auch CrossFit so machen, dass es ein Gesundheitssport ist. Ja? Ich meine, jeder Leistungssport ist nicht unbedingt gesund für den Körper, aber wenn du es vernünftig anstellst, wenn du dich auch noch gut ernährst und auch ein bisschen auf deine Recovery achtest, dann kannst du das alles in einem sehr gesunden Maß betreiben. Ja. Hast du dich tatsächlich schon mal dann auch tiefer mit der CrossFit-Methodologie so ein bisschen beschäftigt, so was wir vielleicht im Level 1 beibringen, was so dahinter steckt eigentlich, dieses Ganzheitliche? Ehrlich gesagt nicht zu sehr, aber meine Frau. Tatsächlich, ja. Die ist ja schon seit über 10 Jahren in dem Business drin, hat ja auch die
Coaching-Lizenzen gemacht gehabt bei euch und arbeitet ja auch weiterhin als Coach in der Hinsicht. Und von der kriege ich halt viel, viel mit. Kann sein, dass wenn ich mir das jetzt mal durchlesen würde, ich sage, ah ja, okay, gut, das macht alles Sinn. Das ist das, was meine Frau mir auch schon erzählt hat. Aber was ich über sie da auch schon mitkriege, ist schon Wahnsinn, wie umfangreich und wie intensiv das ganze Thema auch ist. Was denkst du denn über den Ansatz, das Turnen im CrossFit mit zu kombinieren? Oder wie war das für dich zu sehen, dass das Turnen ein Teil der drei Modalitäten im CrossFit ist? Also war erstmal total cool, weil klar, habe ich mich sehr wohl gefühlt bei vielen Sachen. Musste aber dann auch schnell feststellen, dass die Technik eine ganz andere ist. Okay. Dass viele Sachen, sagen wir mal, nicht in der Ausführung ablaufen, wie wir es im Turnen natürlich gewohnt sind, mit gestreckten Beinen, geschlossenen Füßen und so weiter und so fort. Sondern dass es halt viel, viel mehr auf Volumen geht und dass du halt schauen musst, wie wird es am effizientesten von der Kraft her laufen. Ne? Das ist halt so das, wo ich sage, da muss man eine gute Balance finden, wo beide Seiten voneinander lernen können im Prinzip. Und deswegen habe ich da auch jetzt seit einiger Zeit den Weg zu Power Monkey gefunden, ja, zu meinen Kollegen aus den USA. Wir bieten ja auch in dem Bereich gerade Gymnastik-Seminare an und probieren es sehr turnspezifisch den Leuten beizubringen, aber trotzdem immer mit dem Transfer zum CrossFit und was es nachher ausmacht, wenn du eine perfekte turnerische Ausbildung bekommen hast. Ja, und man merkt ja jetzt immer mehr, seitdem ich das CrossFit verfolge und auch bei den Games, dass es immer turnlastiger wird bei manchen Workouts, weil stark sind sie alle, Ausdauer haben sie alle. Du kriegst hier und da nicht die Differenz rein zwischen den verschiedenen Athleten. Aber im Turnen hast du eine Riesenchance, dass du da Unterschiede reinkriegst. Ja, und deswegen wird es da sehr spezifisch. Und die Turner, die sind doch zu sehr spezifisch unterwegs bei vielen Sachen. Ja? Ich weiß jetzt auch im Nachhinein, ich hätte eigentlich so viel anders machen können und CrossFit hätte mir auch so viel helfen können. Es ist zwar immer eine Sache, dass bei uns das Kraft-Last-Verhältnis ganz, ganz entscheidend ist. Du machst alles nur mit dem Bodyweight. Mhm. Deswegen musst du aufpassen, dass du halt nicht zu viel Masse dazu bekommst, aber das kannst du ja super steuern. Ja, aber die Pumpe, die Kraftausdauer, die Schnellkraft, die du auch beim CrossFit brauchst, die man teilweise gar nicht sieht, wenn die Lasten halt ein bisschen schwerer sind, aber all das kann sehr stark voneinander profitieren. Und das macht mega Spaß zu sehen, dass es da viele Side-by-Side-Effekte gibt. Wir sprechen im CrossFit dann so von sogenannten Fringe-Athletes. Das heißt Athleten, die spezialisiert sind auf eine Sache. Und unsere Meinung ist ganz klar, weil wir auch immer denken, wenn wir so jemanden bei uns in die Box kommt, ich mache safe mit dem nicht das, was der schon die ganze Zeit in seinem speziellen Training macht, sondern eben alles andere, diese General Physical Preparedness, die wir auch predigen. Und da wäre jetzt eben für mich interessant gewesen, aber du hast die Antwort fast schon gegeben, ob du das tatsächlich auch so siehst und sagst, ja, jeder oder jede Athletin aus dem Spezialistenbereich kann sicherlich davon profitieren, eine generelle Fitness sich zu holen und nicht nur das speziell zu trainieren. Es gibt mittlerweile Studien, die besagen, dass wenn du zu deiner Hauptsportart noch eine zweite Sportart machst, dass die Hauptsportart dadurch viel, viel besser wird. Egal, ob die was miteinander zu tun hat. Ja, einfach nur von der Sache an sich, ja, und dass du andere koordinative Prozesse hast, kognitiv ganz anders arbeiten musst, Belastung anders ist. Natürlich muss man halt immer schauen, klar, dass die Belastung nicht zu stark ist, dass deine Hauptsportart irgendwie darunter leidet, aber vom Kopf her und auch von der Weiterentwicklung soll das ein Riesen-Benefit sein. Und ich glaube, in Frankreich ist es mittlerweile so, dass sie schauen, dass die Leistungssportler bis zu ihrem 12. Lebensjahr drei Sportarten parallel machen. Ja, das habe ich auch schon gehört, ja. Dass sie erst dann mit 12 sagen, okay, das ist jetzt die eine Sportart. Also ja, finde ich eine total geile Idee grundsätzlich. Kommen wir nochmal zurück zu dem Gymnastics-Ansatz im CrossFit. Ist es so, dass du manchmal so ein bisschen vielleicht die Leute sogar so belächelst, wenn wir sagen, weißt du, wir haben immer so, oh, so ein stricter Ringmuscle-Up ist für uns ja schon echt special, wenn den jemand kann. Ist es dann für dich so, dass du sagst, ja, stellt euch mal nicht so an? Oder hast du dann trotzdem auch Respekt davor, weil du sagst, in Kombination mit den anderen Movements ist es dann schon auch wieder schwieriger? Nee, ich habe größten Respekt davor, was turnerisch teilweise Leute hinkriegen, die das erst mit 20 angefangen haben oder noch später, weil das ist eine Sportart, wenn du die nicht von klein auf gemacht hast, ist total schwierig, diese Körperspannung, diesen starken Core einfach aufzubauen. Ne? Das ist, glaube ich, das, was den meisten halt sehr, sehr schwer fällt. Und wenn du da einen richtigen Fokus auch im Training drauf legst, dass die Leute viel, viel Mittelkörper, viel Core machen, die ganze Gymnastics wird besser. Egal welche, ob es allein nur Burpees sind, ob es Toast-to-Bar sind, Muscle-Ups, was auch immer. Was aber immer wieder erstaunlich ist, die Leute wollen halt wenig an diesen statischen Sachen arbeiten. Ja? Einen strikten Ring-Muscle-Up zum Beispiel. Alle nur
Kipping Movements machen, dynamisch. Macht natürlich viel mehr Spaß, ist klar. Aber wenn die Kraft nicht da ist, dann kommen die alle irgendwo an einen Punkt, wo es nicht weitergeht. Ja, und deswegen ist eigentlich auch immer wichtig, und das ist auch unser Ansatz bei Power Monkey, Statik vor Dynamik. Ja. Ja, ist langweilig am Anfang, die Statik nur zu trainieren, nur reine Kraft zu machen im Prinzip. Aber wenn du einen super strikten Ring Muscle Up kannst, dann ist der Kipping ist easy. Ja. Ja, dann ist es nur noch ein bisschen Technik, ein bisschen diesen Kipswing lernen und dann kannst du den halt auch oben fangen. Ja. Ja? Weil das ist ja immer das Problem, wenn du dann auf einmal in einem Workout mit vielen, vielen Ring-Muscle-Ups jedes Mal hier unten reingehst, dein Trizeps geht platt. Aus, ja. Aber du kannst halt schauen, dass du die Muskelgruppen, dass du halt die Belastung verteilst. Und das ist halt so das Schöne, wenn du da von vornherein auch lernst, sagen wir die richtige Reihenfolge, wie man einen neuen Skill irgendwie lernt, zu berücksichtigen und dann nachher viel, viel weniger Probleme hast, als wenn du ja, erst was Falsches lernst oder vielleicht eine falsche Technik und dann nachher wieder umlernen musst. Das braucht halt ewig. Ja. Siehst du vielleicht sogar CrossFit als Chance, dass mehr Menschen zum Sport finden könnten? Weil ich habe jetzt manchmal geguckt, ich selber habe mit 28 angefangen und bin auch stolz, dass ich relativ gute Gymnastics-Movements kann, obwohl ich es vorher nie gemacht habe. Und ich habe dann mal so ein bisschen geguckt und ich hätte eigentlich Bock, mal in so einem Turnverein auch ein bisschen das noch zu verfeinern. Und die sagen aber dann immer, nee, da nehmen wir dich gar nicht mehr auf in dem Alter. Ja, also das finde ich totalen Schwachsinn. Ja, also ich meine, es gibt Turnvereine und du kannst eigentlich in jedem Alter dort turnen. Mhm. Ne? Also eigentlich sollte es kein Problem sein, einen Turnverein zu finden, der, egal wie alt du bist, ob du Ü30, Ü40, Ü50, teilweise Ü70, Ü80, es gibt immer Gruppen, die angeboten werden, die diesen Sport machen. Also insofern sollte das kein Stress sein. Ob du halt, klar, dann einen Trainer an deiner Seite hast, der dir auch spezifisch dabei helfen kann, das ist wieder eine andere Sache. Ja, ich meine, die ganzen Übungsleiter, die du dann im Verein hast, die kommen teilweise dann nicht so richtig aus dem Turnen, aber die machen eine tolle Arbeit, sei es mit Kindern oder auch mit älteren Leuten. Aber ob du halt dann wirklich einen Trainer an der Seite hast, der halt dir mal sagen kann, wie du einen gescheiten Ring-Muscle-Up lernen kannst, wie du auch diesen Transfer hast, diesen Übertrag zum CrossFit, das ist sicherlich schwierig, das würde ich sagen. Ja? In den USA gibt es mittlerweile auch so Senior Gymnastics Programs, also auch eine ehemalige Turnerin, die Chelsea Memel, hat das ins Leben gerufen zum Teil, ja, weil in den USA ist ja alles privatisiert und wenn du irgendwann dann aus der Nationalmannschaft raus bist oder auch andere Leute, die vielleicht nie in die Nationalmannschaft gekommen sind, es gibt da halt keinen Vereinssport wie bei uns, sodass du im hohen Alter noch Sport treiben kannst für wenig Geld. Und die hat jetzt ein Programm entwickelt, dass auch Erwachsene einfach sagen, ich habe Bock, Turnen zu lernen, ja ich gehe da hin. Und die kriegen aber auch ein gescheites Coaching an der Seite. Ne? Ja. Und das ist halt so eine Sache, das ist halt hier in den Vereinen dann, du kannst für wenig Geld zwar Sport machen, aber ob du dann halt, sagen wir mal, auch Trainer, Übungsleiter an deiner Seite hast, die dich richtig auch technisch gut begleiten können, das ist halt nochmal eine andere Frage. Mhm. Ich sag mal, an den Kindern mangelt es nicht. Okay. Also es gibt genug Kinder, die turnen wollen. Ja? Es mangelt eher am ganzen System, zu wenig Trainerstellen, Trainerausbildung nicht gescheit genug und halt auch die verfügbaren Turnzentren. Ja, es wird immer mehr zentralisiert, das Geld läuft immer mehr nur noch in die großen Zentren rein, aber in der Prärie wird wenig geschaut, was da los ist. Ja, und da gibt es viele, viele Talente, sehr, sehr engagierte Leute, aber die meisten können das halt auch nur so nebenbei machen. Die haben alle einen Hauptjob. Mhm. Ja, und das ist so das große Problem momentan, dass wir, selbst hier in Wetzlar, in meiner Halle jetzt, da ist tote Hose mittlerweile. Schade. Ja, und da war früher Ramba Zamba, mein Vater ist jetzt auch in Rente. Da wird nichts mehr rein investiert und das ist halt einfach schade, obwohl Kinder da sind, gute Kinder, aber du kannst die halt dann nicht bis ins Erwachsenenalter durchbringen, dann heißt es halt dann auch teilweise von den Strukturen, okay, bis 12 Jahre trainiert ihr die, aber dann müssen die halt in ein anderes Zentrum wechseln, nach Frankfurt, ins Internat oder irgendwas. Ja. Wenn du dann sagst, aber ich habe jetzt hier ein Talent, ich würde es gerne weiter durchbringen, ja, aber den Trainer bezahlen wir nicht dafür. Mhm. Ja, und das ist halt einfach so diese große Schwierigkeit, gerade im Turnen. Und die haben halt auch viel verpasst, gerade in dieser Hochzeit, die wir hatten mit mir damals oder mit dem ganzen Team. Wir waren ja eine Truppe, wir sind bei der WM Dritter geworden als Mannschaft. Wir hatten bei Olympia die Chance auf eine Medaille, sind leider dann Vierter geworden. Da war ein Turnboom in Deutschland. Ja? Ja. Aber da haben sich die Offiziellen zurückgelehnt, nur die Hand aufgehalten, kassiert, aber halt nichts investiert. Mhm. Ja, und das war halt so ein bisschen der große Fehler, der damals passiert ist. Und jetzt merken wir halt so langsam die Auswirkung, dass da halt nicht mehr viel nachkommt. Mhm. Zurück zum CrossFit und deinem Training. Du hast ja gerade schon ein bisschen gesprochen, wie trainierst du aktuell? Du machst vor allem die Klassen mit, weil du da Bock drauf hast jetzt gerade. Ne? Bisschen Reha, bisschen Klassen. Genau, jetzt ist gerade noch Fokus Reha. Ich bin noch nicht wieder bei 100%. Deswegen auch heute bei unserem gemeinsamen Training habe ich auch noch sehr viel skalieren müssen.
Weil ich mit der Schulter noch nicht... Du warst aber ganz fit dabei. Also. Ja, ja, aber noch nicht den schweren Wallball und dies und das. Also ich muss noch bei vielen Sachen noch ein bisschen aufpassen. Mhm. Aber ansonsten, ja, jetzt habe ich erstmal Reha gemacht. Mein eigenes Programming, was ich hier vom Andreas Nolé bekomme, das haben wir erstmal auf Eis gelegt. Und dann müssen wir mal schauen, wenn es jetzt wieder voll belastbar ist, weiß ich noch nicht genau, wie ich es mache. Ne? Meine Frau, die hat wirklich Ambitionen, die gibt Gas. Ich will einfach ein guter Sparring-Partner sein in der voll Hinsicht. Ja, mit ihr trainieren, mit den ganzen anderen Leuten, die hier auch, sagen wir mal, sehr wettkampforientiert sind, da einfach ein guter Trainingspartner sein. Und dann besuche ich die Klassen. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Programming, wer weiß. Aber momentan ist einfach so erstmal wieder richtig gesund werden und Spaß haben. Ja. Weißt du schon, ob du die CrossFit Open mitmachen willst? Die sind im März, ne? Also anmelden kannst du dich am 9. Januar. Ja, ja, aber die Workouts kommen im März. Am 28. Februar, glaube ich, ja. Ja. Über 3 Wochen. Da müsste ich wieder fit sein, ja. Also selbst wenn ich skalieren muss, aber ja, ich werde die mitmachen, ja. Ja. Ja, es gibt ja drei Kategorien. Das ist ja Foundation, Scaled und dann RX. Aber ich glaube, das kannst du RX auch machen. Ja, letztes Jahr habe ich sie mitgemacht. Habe sie aber leider aufgrund von Terminen nicht in diesem zeitlichen Rahmen. Deswegen hat es keinen Sinn gemacht, dass ich mich anmelde. Ja. Aber ich habe die Workouts immer gemacht. Ja. Und hatte auch mega Spaß dran gehabt. Und manche waren auch echt gut. Da machen wir das dann hier im Kollektiv mit allen zusammen. Und das war doch dieses eine mit den Burpee-Pull-Ups und den Shuttle-Runs, ne? Ja. Dieses Ding. Oh ja. Das war ganz geil. Hast du gerade gefallen? Ja. Ja, ja. Okay. Laufen geht ganz gut von den Cardio-Geschichten. Und danach war aber noch ein One-Rep-Max-Thruster, ne? Genau, genau. Was hast du da gemacht? Ja, vergiss. Sowieso als Turner denken ja alle immer, du bist so beweglich, ne? Ja. Weil die Turner haben die schlechteste Front-Track, die es gibt, ne? Weil wir haben halt so einen Latt dran vom Turn, ja, meistens auch ganz gute Arme und alles zieht runter, ja. Mhm. Ich kann dir ja mal ein Video von meiner ersten Weightlifting-Session, Clean-and-Jerk hier schicken, da halte ich das Ding hier vorne, ja. Und deswegen bis heute, es ist schon viel, viel besser geworden, aber trotzdem, wenn ich in Squat-Clean gehe, ist es immer so ein 50-50 Chance, dass die Barbel halt gut auf der Schulter landet oder nicht. Und deswegen, ich glaube, ich habe... bei dem Workout, glaube ich, dann mit 80 Kilo oder so habe ich noch geschafft, aber 85 bin ich halt dann gefailt. Ja. Aber würdest du dann auch sagen, das ist dann so deine Schwäche jetzt im CrossFit oder was ist so das, wo du sagst, da musst du am meisten dran arbeiten? Ja, Front Rack. Jedes Movement, was dann mit einer Front Rack zu tun hat. Mhm. Grundsätzlich Beinkraft, weil als Turner habe ich nie Kniebeugen gemacht, ich habe nur Reaktivtraining gemacht, nur Schnellkraft. Mhm. Da ist schon besser geworden natürlich, aber da fehlt es noch. Gut, und bei den Kardiogeräten, ich meine, durch die Größe ist es allein schon schwer. Kenn ich. Ja, das ist halt schon, wenn da einer beim Rudern halt, keine Ahnung, 1,80, 1,90 groß ist und mal zieht, da brauche ich halt 2 Züge schon, um da auf das Tempo zu kommen. Deswegen, wenn es um Laufen geht, dann geht es einigermaßen. Aber ja, das sind so halt, wenn halt ein Workout mit schweren Gewichten halt ist, da bin ich halt aufgeschmissen, ne? Meistens. Also ich bringe halt nur 72 Kilo selbst mit und wenn dann ein Workout mit vielen Deadlifts mit 100 oder 120 Kilo ist, dann wird es schon knackig für mich, ja. Hast du schon ein Lieblingsworkout? Gibt es irgendeinen Workout, wo du sagst, ja, das finde ich richtig geil? Oh, ich bin, also einmal von den Namen bin ich total schlecht, ich habe keine Ahnung. Aber, also ich finde tatsächlich, Murph finde ich immer geil, wenn wir es machen. Es macht immer wieder Spaß. Auch wenn ich bei den, gerade bei den Air-Squats dann am meisten abkotze. Echt? Ach ja, ja. Gut, klar, ja, ja. Lustig. Push-Ups ist zwar auch krass, dass du dann irgendwann das nur noch 2 oder 3 machst oder so, ne? Ja. Aber die Pull-Ups, klar, die reiße ich ab, da volle Lotte. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, wo ich das hier das erste Mal gemacht habe, habe ich direkt erstmal 40 Pull-Ups unbroken gemacht. Allerdings, hab dann 2 Wochen die Arme nicht mehr lange bekommen, weil mein Bizeps einfach tot war. Murph mache ich total gerne. Also wir können ja mal überlegen, was für ein Gymnastic-Movement könnte man denn zum Beispiel machen? Pullover, glaube ich, kommen zum Beispiel. Also Fake-Aufschwung quasi. Ja. Ja, dann lachst du wahrscheinlich auch. Ja. Für mich ist das schon schwierig. Ja, ja, es ist, naja, wenn man es noch nie gemacht hat, ist es schwierig, aber es ist auch viel Technik dabei. Ja, die meisten machen sich halt. Ich kann am Turnerkippe lernen, weil das kann ich nicht, weil ich nur unseren normalen zwingen kann. Ja, wäre aber wichtig. Also würde ich auch jedem Crossfitter empfehlen, eine gescheite Turnerkippe mal zu lernen. Selbst wenn das ein No-Rap im Gym, Crossfit ist, weil die Füße zu hoch kommen. Aber du kannst dann, wir nennen das halt immer so einen Hybriden daraus basteln, ne? Sodass du nachher wirklich diesen Schwung einfach durch das Pendeln den mitnutzen kannst. Mhm. Ja, wo die meisten halt immer denken, boah, das ist eine reine Kraftgeschichte. Nein, wenn du da ein bisschen den Schwung und die Technik hast, dann ist das nachher wesentlich einfacher. Ja? Ja. Und insofern, aber klar, so ein Pullover, die meisten machen sich da das Leben unnötig schwer. Ja, das ist ein bisschen Technik. Hast du Fragen an uns, an CrossFit oder an CrossFit Dach? An CrossFit Dach?
ja, habt ihr denn in eurem Gymnastics-Kurs auch eine gescheite Turnerkippe drin? Wir haben sie gemacht, aber ich würde nicht sagen, wir haben sie gelernt. Weißt du, was ich meine? Also wir haben sie so ein paar Mal geübt. Ja. Und ich schwinge jetzt auch ein bisschen anders, aber so richtig den Umschwung dann zu kriegen, das glaube ich nicht. Also da bräuchte ich nochmal, glaube ich, eine Training-Session, um die richtig gut umsetzen zu können. Weil wie gesagt, ich bin der Überzeugung, und das ist ja auch das, was wir mit Power Monkey immer den Leuten vermitteln wollen, dass wenn du eine perfekte turnerische Ausbildung bekommst, ja, für die Standards, sagen wir mal, für einen gescheiten Handstand, Pull-Up, Ring-Muscle-Up etc., dann bist du nachher auf alles vorbereitet, ja, ne? Egal was da kommt. Und deswegen, ja, ich finde das halt dann so wichtig bei den Gymnastics-Kursen oder auch Lizenzen und so weiter, dass man da, glaube ich, viel Wert auf eine vernünftige turnerische Technik legt, weil du kannst dann alles dem CrossFit anpassen auch, ne? Also ich glaube, dann wird's viel, viel einfacher bei vielen Sachen. Ja. Wir haben noch eine am Schluss, wir machen ja auch einen Podcast und da haben wir immer eine Unknown and Unknowable Question. Die kann manchmal Sinn machen, manchmal nicht. Ich habe mir überlegt, nachdem ich neulich auch morgens, ich gebe immer die 5.30 Uhr Klasse und dann haben wir so ein Fernsehen, dachte ich mir, ich lasse mal Touren laufen. Also ich muss mir das mal meistens angucken und ich bin jemand, der Chalk total liebt, also Magnesia. Und dann dachte ich mir, naja, die werden nicht so viel nutzen. Habe ich gesehen, wie die Mädels waren das beim Stufenbahn, wie die da dieses Ding eingezimmert haben und sie selber noch eingezimmert haben. Kannst du schätzen, wie viel Kilo Chalk du in deinem Leben benutzt hast? Kilo? Na, Gramm sind es nicht mehr, glaube ich, oder? Nein. Nee, ich überlege nur gerade. Tonnen. Meistens, also ich weiß gar nicht, wie schwer ein Klotz ist, ein Magnesia-Klotz, aber wir haben ja immer diese Packungen und ich glaube, das ist ungefähr ein Kilo gewesen. Boah. Ey, ich würde behaupten, da kommen Tonnen zusammen. Echt? Ist das wirklich so viel? Ja. Okay. Manchmal, je nachdem, wenn du halt wirklich so eine krasse Session jetzt, die Frauen am Stufenbarren, die Männer am Männerbarren hast zum Beispiel, da ist schon locker mal ein Klotz draufgegangen. Mindestens. Während der Session, der ganze ein, Klotz? Ein oder zwei. Ja. Oh, wow. Ja, weil du brauchst es halt für jeden Versuch. Du kannst selten diese Präparation, die du auf den Holm gemacht hast, die kannst du selten für zwei oder drei Versuche laufen lassen. Das heißt, du präparierst deinen Barren, die Holme dann mit Honig, Zucker, Wasser, haust das Chalk drauf, damit das richtig bappt, ja, weil wir da keine Grips nutzen am Barren zum Beispiel. Ja. So, und wenn du den Versuch gemacht hast, nimmst du ein Schleifpapier, schmürgelst alles runter und dann machst du es wieder neu. Und wenn du dann nachher mal halt 10, 15, 20 Versuche halt machst, verbrauchst du so unglaublich viel. Also das ist Wahnsinn. Und ich erwische mich ja selbst, wie ich dann manchmal hier bei Backsquats auf einmal mir die Hände einschauke. Ja, okay, hier, ich kann es aber verstehen manchmal. Dann hier natürlich komisch angeguckt werde, aber das ist manchmal schon so Klassiker. Oder beim Turnen gerade, was wir im Männerturnen halt machen, wenn wir am Barren halt schwingen und du halt hier immer an der Achsel halt so den Arm vorbeischwingst, dass wir die Achseln halt mit Magnesia, damit das halt vorbei rutscht. Weil wenn das kleben bleibt, dann ist es manchmal sehr, sehr unangenehm. Deswegen, also wir baden ja teilweise in Magnesia. Ja, das ist halt unfassbar. Deswegen, ich würde sagen, da kommen Tonnen zusammen. Ja. Wie viel also, Magnesia ein Turner verbraucht. Um dich da abzuholen, weiß ich, wie das seine Frau macht, aber wenn man manchmal als Frau im Sommer so ganz kurze Shorts trägt, ich chalk mir manchmal die Oberschenkel. Ja. Wenn man hier mit der Barbell oder so, also das gibt schon. Ja, schon, das macht sie auch. Gibt wilde Sachen auf jeden Fall. Ja. Das heißt, du hast ja das Chalken hier aber beibehalten und nutzt da immer noch gern und viel. Natürlich. Wird direkt nach dem Box-Owner geguckt. Ja, das wird immer nicht gerne gesehen, wenn ich zu viel Sauerei hier mache. Na gut, dann würde ich soweit mit meinen Fragen durch. Vielen lieben herzlichen Dank. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Ja, danke. Und ich bin gespannt, was wir im CrossFit von dir noch sehen. Ich habe hohe Erwartungen. Oh, weia. Mach du mal. Ja.